Willkommen zurück, liebe Leute, hier bei Pizza Connection. Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen ins Ende dieses Spiels katapultiert, denn ihr seht, ich habe einen Kontostand von minus 24.000. Damit wir jetzt die Miete für alles Mögliche bezahlen können, muss ich erstmal gucken, dass ich an Geld rankomme. Das machen wir mal bei den Banken. Da rufen wir mal wieder eine an. Und zwar, mal eben gucken. Rufen wir mal die Parkbank an, ja? 4-2. 7-8-8-9-3. Mal schauen, was die so an Krediten anbieten. Ja, wir empfehlen unser günstiges Kreditangebot. Natürlich. Ich brauche einen Kredit. Wir können Ihnen ein folgendes Angebot machen. 26.000. 22% Zinsen, das geht nicht. Da nehmen wir mal die nächste Bank. Das ist die Deutsche Bank. 5-6-5-8-2-5-6. Warten auf Verbindung. Ja, ja, ja. Und das ist aber auch eine sehr vertrauenserwürdige... Nein. Ich glaube, das wird nach unten hin immer teurer hier in meiner Liste. Dann nehmen wir mal die Geldbank. 3-7-4-7-2-6-4. Folgendes Kreditangebot. 6.000. 19%, das nehmen wir mal. Ich hoffe, dass es dann reicht. Wir rufen trotzdem nochmal die Dresdner Bank an. 8-5-6-8-3-4-7. Leitung besetzt. Nochmal. 8-5-6-8-3-4-7. Wir können ihn anbieten, 11.000. Na komm, das nehmen wir auch noch. Ja, viel Glück mit Ihrer Investition, schönen Dank auch. So, jetzt wird's kribbelig. Jetzt müssen wir noch was machen. Und zwar, wir haben ja bei einigen Sachen viel zu viel eingekauft, was wir hinterher erst bemerkt haben. Also das heißt, wir müssen sehen, dass wir diese viel zu vielen Zutaten möglichst wieder gut an Lieferanten verkaufen können. Das machen wir hier. Und zwar als erstes mal die Oliven. Das versuchen wir möglichst. Die Güteklasse ist zu hoch, okay. Die wollen natürlich nicht schlechtere Ware kaufen, als sie haben. Ist klar. Habe ich jetzt auf Verkaufen geklickt? Nehmen wir die hier. Auch noch. Dann an die. Dann haben wir zu viel Zucchini in Qualität 69. Was haben wir noch zu viel? Porree haben wir viel zu viel. Das sieht schon alles jetzt viel besser aus, ne? Okay, beim Fleisch, wie sieht's da aus? Da brauchen wir, da müssen wir einiges noch nachkaufen gleich. Kirschen haben wir viel zu viel. Qualität 90. Oh, gar da. Nicht immer eins zu weit klicken. Kirschen. Wo haben wir die denn her? Bei der Exquisite? Jawohl. Oh,
Und Käse. Käse lassen wir erstmal so. Jetzt müssen wir einen Tag rumkriegen, dass wir dieses mit der Miete und Co. hinkriegen. So, und das sehen wir hier. Abrechnung heute, bla bla bla, passt. Abrechnung passt auch. So, und jetzt müssen wir sehen. Wie jetzt heute der nächste Tag der Abrechnung ist, dass wir noch irgendwie durchkommen. Wir müssen auf jeden Fall Tomaten kaufen. Das Problem ist, dass sie jetzt erst am nächsten Tag da sind. Karotten machen wir auch. Und da war schon fast wieder zu viele. Peperoni können wir verkaufen. Champignons, Steinpilze können wir alles verkaufen. Steinpilze vor allen Dingen erstmal. Und auch hier. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch im grünen Zweig kommen, also ganz ehrlich. Zwiebeln. Das ist alles sehr, sehr eng. So, Parmesan. Vorrat 0. Den müssen wir kaufen. Okay, dann riskieren wir es mal. So, Abrechnung, das passt. Wochensummierung. Ach so, ich habe jetzt vergessen, die Preise von den Trendpizzen in dem anderen Restaurant zu passen. Die Vorräte reichen nicht. Ja, und da haben wir es so gerade noch mit dem blauen Auge geschafft. So, jetzt müssen wir zwei Dinge tun. Wir müssen zum einen mal hier die Preise anpassen. Und dann müssen wir Vorräte kaufen für die nächsten Tage. So, und hier sehen wir Trend Nummer 2. Und Trend Nummer 1 verkaufen sich fast überhaupt nicht mehr. Dafür Karotte Speck umso mehr. Das heißt, Karotte Speck machen wir mal teurer. Und Trend Nummer 1, ja, das ist schade. Also das ist jetzt vorbei. Wir haben auch einen neuen Monat, da müssen wir vielleicht mal gucken, ob sich da die Trends geändert haben. Also der Typ ist wieder zu spät gekommen. Es geht auch ein bisschen zuverlässiger mal lieber her. So, und dann das andere Restaurant. Auch hier müssen wir mal eben gucken. Preise, Absatz. Sieht alles ganz gut aus. Nur die beiden Trendpizzen natürlich, die können wir so nicht mehr lassen. Dann nehmen wir mal hier 12. Und 11. Ja, das war unser Geldgeschäft hier. Bis jetzt, da haben wir richtig dick drin verdient. Das ist vorbei. Leider, leider. Deswegen gucken wir uns hier nochmal die Trends an. Da liegen wir gar nicht mal so falsch. Wir können jetzt noch eine Pizza machen, wo ein bisschen mehr Brombeeren drin sind. Salbei ist auch angesagt. Das ist alles eine Frage. Was wir dann, das können wir in den nächsten Folgen machen. Jetzt müssen wir uns um unser Lager kümmern, weil das muss natürlich jetzt wieder versorgt sein. So, und da sehen wir, Tomaten brauchen wir. Zucchini brauchen wir. 21 Tomaten, 196 Zucchini. Tomatenqualität. Müssen wir gucken. Da, die nehmen wir. Habe ich jetzt aufs Falsche geklickt? Wo war es denn? Hä? Haben sich jetzt die Preise so schnell wieder geändert? Dann können wir gleich bei Großkotzgemüse kaufen. So.
Und Zucchini waren es, ne? Nein! Oh. Immer dasselbe mit dem Garda. Immer klickt er falsch. So, Zucchini sind da. Okay. Tomaten wird wahrscheinlich nicht reichen. Nehmen wir noch ein paar dazu. No, und das brauchen, das ist jetzt der Vorteil, dass wir das jetzt nur für die Restaurants einmal machen müssen. Sardellen brauchen wir und Schrimps. Und Käse brauchen wir Mozzarella. Und Obst brauchen wir Mandarinen und Kiwi. So, die sind dann morgen in den Restaurants verfügbar. Nicht genug Kochpersonal. Da hat der Koch wieder verpennt den ganzen Tag. Das ist natürlich auch nicht gut. Und die Vorräte reichen nicht. Okay, das wissen wir. So, und da müssen wir jetzt die fehlenden Sachen im Lager nochmal nachholen. Und dann müssten wir es eigentlich haben, weil, wie gesagt, es dauert immer einen Tag, bis die Sachen aus dem Lager dann in den Restaurants sind. So, und da brauchen wir nochmal Käse. Ne, was waren das? Tomaten, ne? Tomaten. Salami, Sardelle und Hackfleisch. Und Lachs und Kaviar lassen wir mal weg. Mozzarella. Die Vorräte rechnen aus, passt. Die Vorräte rechnen hier aus, passt. So, und jetzt können wir hingehen. Wir sehen ja jetzt schon, wir haben die super Pizza-Qualität jetzt. Das Geld reicht auch. Locker. Das heißt, wir können jetzt hier langsam aber sicher mit jedem Mal unser Lager weiter auffüllen, bis wir entsprechend so viel Menge drin haben, dass wir uns da kaum noch drum kümmern müssen. Das wäre hier also bei den Tomaten der Fall. Hier Lachs und Kaviar müssen wir nachkaufen. Und Sardelle. Und beim Käse sieht es gut aus. Vorratbedarf. Mozzarella brauchen wir da als nächstes wieder. Dann nehmen wir direkt noch welchen. So. Ja, und jetzt haben wir wieder Lieferfähigkeit erreicht. Wunderbar, sieht gut aus und können uns wieder um andere Dinge kümmern, weil Kontostand sollte eigentlich auch passen. Und das, ihr seht schon, das geht also über das Lager, geht das deutlich besser. So. Die Oliven gehen aus, die Zucchini, Karotten und Knoblauch. Beim Fleisch. Sieht's gut aus. Hier brauchen wir neue Kiwi und neue Mandarinen. So. Und den Käse, den kaufen wir auch noch und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, ja, ich hoffe, ich habe euch halbwegs gut unterhalten nochmal wieder. Es ist ja alles relativ spannend jetzt hier nochmal gewesen in diesem letzten Teil. Und ob wir dann mit unserem Restaurant
Ach, Gorgonzola war es. Ob wir dann mit unserem Restaurant dann weiterhin über die Runden kommen, das seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Macht's gut und bis dann. Und wir gucken noch einmal, 469 passt. 489 passt auch. Ja, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.